Hallo liebe Indie-Kritiker, Indie-Skeptiker, Indie-Hater. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist The Tribe. Und The Tribe ist ein Tactical Hardcore Runner. Ich finde es seltsam, aber ich zeige es euch trotzdem. Ich mache auch Start with Tutorial, weil dann seht ihr so ungefähr, was da ist. Es wird gesteuert mit der Maus. Mit links kann man die zusammen werfen, mit rechts auseinander den Stamm. So. Und wichtig ist der Schamane, den nehmen wir. Und damit können wir dann richtig Unsinn machen. So. Jetzt können wir das Schwere machen. Das machen wir mit Nummer 2. Und im Prinzip mache ich nur den ganzen Trick mit linker Mausbutton und rechter Mausbutton. So. Ich kann euch sagen, das wird im Game gleich noch ganz ungewöhnlicher. Ja. Fackel. Jetzt sehen wir nämlich nichts. Bis jetzt lebe ich noch. So. Food ist gut. Das war irgendwie klar. Können wir wachsen. Gleich erzählt er uns dann dementsprechend auch noch, wir können auch Leute opfern. Das habe ich jetzt gerade getan. Ganz wichtig, das, was ihr da tut, schwächt den Schaman. So. Jetzt haben wir das Tutorial sogar überstanden. Und jetzt geht's los. Ich weiß, ihr sagt sich, was ist das für ein Game? Ist irgendwie natürlich auch wieder auf so einem Programming-Jam entstanden. So sieht es auch irgendwie aus, ne, dass da irgendwie Leute auf blöde Ideen kommen. So. Das war genau falsch. Und schon wieder gestorben. Geh weg, geh weg, geh weg. Das war's, ne? Ja. Das kann schnell gehen. Das ist also auch ein Endless Runner. Ja, Roguelike, natürlich, ganz wichtig. Alles ist Roguelike. So, das geht bis hierhin schon mal, das ist kein Thema. Das war gut. So, kann man den töten? Nee, aber nicht. Das Gefühl, da kann man irgendwie nicht viel machen. Abgesehen davon, jetzt verhungern sie alle. Ja. Jetzt hatten sie kein Futter. Tolles Spiel. Soweit gut. Ja, jetzt sterben sie schon wieder alle. Toll. Die gehen ja alle drauf. Die verhungern ja alle. Ich habe ja gar nichts zu essen. Toll. Die verhungern nur.
Ich mache das jetzt mal einfach so. Oh, jetzt kann ich Continue machen. Okay, Continue, was nichts bringt. Ich mache das jetzt so. Ich lasse die jetzt einfach so. Ich mache jetzt nicht auf. Sondern ich versuche jetzt mal einfach, dass die Futter kriegen. Und ich sterbe ja nur. Unglaublich. Wieso leben die denn nicht so lange? Ich verstehe das nicht, ich bin zu doof dazu. Kann ich die Leute opfern, oder? Ich verstehe das nicht. Sondern auf, wie schnell der Futter weg ist. Und dann gehen sie alle tot. Opfern. Toll. Kann ich nochmal opfern? So, ich kann ja nicht mit 5 Mann jetzt hier durchzocken, oder? Scheinbar doch. Okay. Jetzt kann ich mir einen Weg aussuchen. Moment, Moment, was will ich jetzt? Ich verstehe das überhaupt nicht. No rest, sharpens claw. Minus 3 Food. Auf jeden Fall überleben sie jetzt, aber dafür bin ich jetzt auch tot. Komm, einen machen wir noch. Ich schnall das nicht ganz, aber ich muss wahrscheinlich sofort die Leute opfern. Hunger. Verhungern instant. Puh.
Das ist doch unglaublich. Ich bin zu doof dazu. Also wenn man das irgendwie sinnvoll erklären kann, gerne ab in die Kommentare. Das ist The Tribe. Ich bin zu doof. Ich bin zu doof. Ich bin echt zu doof. Ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Egal, was willst du machen? Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wer sich da ein bisschen auskennt, ab in die Kommentare. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und vielleicht gibt es dann auch wieder Games, die ich verstehe. Ich hoffe es jedenfalls. Sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.